Werden die Tunesier schaffen, was in den anderen arabischen Ländern bisher nicht gelungen ist? Eine stabile Demokratie aufzubauen, mit Rechten, Freiheiten und beruflichen Perspektiven für alle Bürger, mit Staatsvertretern, die gute Arbeit leisten, statt sich selbst zu bereichern und die Bürger zu unterdrücken? Jede Demokratie lebt von dem Willen der Menschen, täglich für sie einzustehen und sie zu erhalten. Auch in Tunesien. Wir beenden unsere Reise in einem der schönsten Orte des Landes, im malerischen Sidi Bou Said, wenige Kilometer von Tunis entfernt. Das Dorf ist, dank vieler Touristen und wohlhabender Tunesier, die hier leben, hübsch anzusehen. Eine Postkartenidylle, die die Probleme des Landes vergessen lässt. Auch deshalb kommen immer wieder Menschen aus den ärmeren Gegenden hierher. So wie Mohammed Ali Ben Ammar. Der 25-Jährige hat keine Arbeit. Und doch ist ihm bewusst, wie kostbar die hart erkämpfte Demokratie für sein Land und alle Tunesier ist. Für Tunesien ist die Demokratie eine neue Erfahrung. Wir müssen sie schützen. Demokratie ist keine einfache Sache und in unserem Land nicht leicht zu erlernen. Sie ist neu für uns. Wir machen erste Schritte mit ihr. Wir als politisch interessierte junge Menschen müssen die Demokratie vorsichtig behandeln, so wie ein kleines Baby. The goal is a stable democracy with rights and opportunities for all citizens. That entails a government doing its job instead of politicians lining their own pockets while oppressing the people. Will Tunisians actually succeed where other Arab states failed? Democracies depend on the commitment and protection of the people, and Tunisia will be no exception. We end our tour in Sidi Bou Said, just a few kilometers away from downtown Tunis. Thanks to tourism and wealthy local residents, the picturesque village is a world away from the problems besetting other parts of the country. That promise has seen growing numbers of Tunisians moving in from poorer parts of the region. Now 25, Mohammed Ali Ben Ammar has not had a job since he graduated from high school. But disillusionment has not blinded him to the value of hard-fought democratic reforms to his country. Democracy is a new experience for Tunisia. It's something we have to nurture. Democracy is complicated, and it's not easy to learn in our country. We're taking our first steps together. As politically aware young people, we have to treat democracy carefully, like a baby.